Willkommen zurück bei Pokémon und ich würde sagen, wir rutschen hier jetzt erstmal gekonnt rüber ins Pokémon Center. Wollen Oink erstmal abgeben. Ja, in der letzten Folge hat ja Team Plasma ordentlich zugeschlagen, hat den DNS-Keil an sich gerissen. Diesen geht es zurückzubringen und das ist natürlich unsere Aufgabe, unsere freakige Aufgabe, den DNS-Keil zu beschaffen. Mit Sheeran und Raid an unserer Seite. Lysander kümmert sich hier um das Dorf. Es ist schon ein bisschen Story, entwickelt sich langsam, ne? Das ist ganz nett. Ich glaube aber, hier hinten links soll ich eigentlich nicht raus, ne? Also ich kann, aber ich sollte doch irgendwo nördlich von Ondula City, ne? Willkommen in Trindex City. Die Stadt der Veränderung, bla bla. Murmel, Murmel. Es war vor 2 Jahren, ein Mann kam mit seinem legendären Pokémon. Zekrom nach Trindex City, Murmel, Murmel. So, Route 9. Da waren wir ja bereits. Willst du nicht in unser Team kommen? Nein, lass mich das umformulieren. Entweder du machst bei uns mit oder es gibt was auf die 12. Denn ich bin ein Skinhead. Komm mit in unser Team. Rohe Gewalt. Der Raufbold Dylan. Zu Porkeks. Oh oh, du hast einen blöden Tag von Oink erwischt. Oink ist ganz schön aufgebracht und wütend. Brandstempel. Und das reicht. Das reicht uns. Auf übermäßig starke Trainer wie dich können wir in unserem Team echt verzichten. Wir hängen hier jeden Tag herum, bis irgendwann die Welt untergeht. Ja, und ihr produziert keinen Müll. Das ist ja doof gemacht hier, ne? Upp. Hey, ich komme an dem nicht vorbei. Du willst also hier durch? Dann begrüße mich freundlich. Ist das der singende Mann oder wie der heißt? Der verliebte Mann? Aegidius! Aegidius! Oh, da hat er genau das falsche Pokémon erwischt. Gladiantri! Aber Oink wird schon richten. Mit Flammenwurf vielleicht reicht das sogar. Mal gucken. Ich wollte eigentlich Brandstempeln, aber Flammenwurf reicht hin. Na, ja, jetzt gibt es nicht mehr so schön viel davon. Was bist du denn für einer? Was für ein Durchsetzungsvermögen? Tagsüber der Sonne hinterherjagen und nachts schlafen wie ein Bär. Das nenne ich Leben. So, hier liegt noch ein nettes Item. Einen Flottball. Da oben liegt auch noch was. Gucken wir gleich hin. Ich würde gerne erstmal wissen, was das hier ist. Nein. Deswegen haben die uns gesagt, wir sollen vorher auf der Route uns umsehen, ne? Ach, verdammt. Oh, ein Doppelkampf. Hey, dein Team sieht ziemlich gut aus. Zeig mir doch mal, was es so drauf hat. Weißt du, was passiert, wenn sich zwei böse Buben gegen jemanden verbünden? Ganz genau, das nimmt buchstäblich ein böses Ende. Okay. Kriegen wir hin. Bob und Rob. Warum hockt Rob da so neben Bob? Ich möchte es gar nicht wissen, ich möchte es gar nicht wissen. Oh, was ist das denn geiles? Ravigator. Oh, 2 gleiche Pokémon. Das ist ja interessant. Ja, jetzt sinken unsere Angriffe. War das ein bisschen schneller, ne? Brandstempel. Und du versuchst den mal wieder in sein Pokéball zu schlagen. Oh, es macht auch einen Schaufler. Dann versuchen wir das andere in seinen Pokéball zurückzuschlagen. Ja, ein Schaufler, okay. Coole Attacke, aber naja. Giftschock. Also wir haben tatsächlich sehr wenige Statusveränderungen momentan, ne? Das hält sich alles doch schön in Grenzen. Und du beißt einfach mal den Ravigator. Ja, schaufel dich mal wieder weg. In der Zwischenzeit besiegen wir deinen Partner. Ohne Probleme, wohlgemerkt. Pokémon. Relax.
Und du kannst auch mal zubeißen. Passiert eh nichts. Ja, Wechsel, Wechsel, Wechsel. Und der der Schaufler gegen ihn, aber das ist nicht sehr effektiv, ne? Und zwar die Aquawelle. Und du beißt wieder zu. Knirscher! Was singt? Die Verteidigung. Aber die Aquawelle sollte hier einiges erreichen. Jawohl. Dann können wir nochmal eine Lake versuchen und einen Biss. Und dann ist hier, glaube ich, vorbei, oder? Jawohl. So, Relax kriegt auch mal wieder ein bisschen was. Da habt ihr uns ganz schön vorgeführt mit Teamwork. Was? Normalerweise klappt das mit dem Zusammenhalt zwischen uns bösen Buden immer viel besser. Echt jetzt? Muss man sich echt beeilen beim Lesen nach dem Kampf. KP Plus. Das ist interessant. Pokémon sind von Natur aus gut. Zu bösen Buben werden sie nur, wenn der Trainer sie negativ beeinflusst. So sehe ich das zumindest. Genau. Dann sehe ich das so. Halt, da komme ich rein. Hier natürlich nicht. Halt, und wenn ich so mache, komme ich da auch nicht rein. Aber ich komme hier unten rein. Wie kam ich denn da unten rein? War ich da vorher nicht schon? Mann, deswegen sollte ich vorher die Route besuchen. Die haben das doch nicht umsonst gesagt. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir alles nichts. Ich komme nicht mehr an das Item ran. Schade, vielleicht von irgendwo anders. Haben wir gegen dich nicht schon gekämpft? Anscheinend nicht. Edge! Die Sachen Tempo und Kindheit macht mir so schnell keiner was vor. Aber ich mach dir was in Sachen Pokémon-Kämpfen vor. Artyom. Artyom. Pion Scorer. Okay. Ich mag den Brandstempel, ne? Das ist sehr effektiv und das war's. Ich habe verloren, was bin ich bloß für eine Lusche? Das frage ich mich allerdings auch. Ach ja, auf meinem Motorrad bin ich wohl immer noch am besten aufgehoben. Ich glaube, ich drehe gleich nochmal eine Runde. Ja, das wäre richtig kühn. So, was ist das hier für ein Palast? Museum oder was? Es gibt Trainer, die Rotom in die Lagerhalle des Kaufhauses mitnehmen. Ich frage mich bloß, zu welchem Zweck. Stehen geblieben. Wir untersuchen gerade, viele Personen, die sich gleichzeitig auf der Zylinderbrücke aufhalten können. Und wir haben soeben die zulässige Höchstzahl erreicht und müssen dir leider die Überquerung untersagen. Was? Ich komme nicht rüber? Verdammt. Überquerst du alle Brücken von einer, erwarte ich eine besondere Begegnung. Wenn du das möglichst vielen Leuten erzählst, wird es sich für ein Lauffeuer verbreiten und wird zur Legende werden. Er macht wahrscheinlich ein Ausrufezeichen, genau. So, dann heißt es, ja, fliegen können wir gerade nicht, ne? Ich habe nichts dabei, was fliegen kann, oder? Nee, kann ich irgendwie ein Fliegen beibringen? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht Max Hass als Drachen? Nee. Müssen wir tatsächlich wieder hier so einen blöden Vogel ins Team nehmen, um nach Onduna zu reisen? Leider haben wir hier unsere Chance auf das Item und diese Bude da vorne verschenkt. Vielleicht kommt man da irgendwie rein, aber ich weiß es nicht. So, Freaky! Holen wir mal was zum Fliegen. Ist zwar ein bisschen aufwendig jetzt immer das Ganze, ich weiß. Rubinas PC. Pokémon ablegen. Matrifol. Einmal in die Kiste. Und dann bitte ein Pokémon mitnehmen. Dann nehmen wir das gute Rattus mit. Und dann wollen wir einmal nach Ondura fliegen. Pokémon. Rattus. Fliegen. So, hier sind wir in Trindrake. Route 11, Dorfbrücke. Route 12, Tessara. Riesengrotte. Abidaya, da wollen wir hin. Dann müssen wir zur Strandgrotte fliegen, ne? Und dann können wir hier hoch oder müssen wir hier unten lang? Ondula. Es hieß nördlich von Ondula, dann fliegen wir auch nach Ondula hin, ne?
Mittlerweile haben wir auch schon gut was aufgedeckt von der Karte. Ach, da kommen wir jetzt durch. Okay, alles klar. Okay, wunderbar, guten Tag. Nein, ich möchte gar nicht heilen. Ja, ich komme hoffentlich bald wieder. Und dann einmal bitte tauschen. Ablegen muss ich zuerst, ne? Ja, ablegen war doch richtig. So. Ablegen. Yep, einmal in die Box. Und dann nehmen wir wieder eins mit. Ja, mitnehmen. Das ist so eine Sache, ne? Ich nehme jetzt mal Voltula mit, weil es sich gewünscht wurde. Einfach mal, damit es wieder dabei ist. Im Moment kommen ja eh nur die Starken zum Kampf so richtig. Das hundertprozentige Team steht ja noch nicht fest. Hier wird es eines der legendären Drachen sein, ne? Ja, natürlich klingelt er wie so Castor. Freaky, wo bist du denn gerade? In Ondula? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel, dann kommst du direkt nach Abidea City. Danke für den Tipp. Hier waren wir ja schon. Und hier wollte ich nicht lang, weil hier Trainer waren. Oder sind wir hier nicht schon ein bisschen reingelaufen? Ja, gegen die hatten wir auch schon gekämpft. Gut, wir werden besagten Tunnel schon noch finden. Nördlich hieß es. Jetzt laufen wir schön nördlich. Hallo Frau Schirmdame. Hier waren wir ja überall schon, ne? Nichts Neues für uns dabei. Dann laufen wir hier hoch. Und ich habe Matrifol nicht dabei. Verdammt! Muss ich hier jetzt irgendwie surfen oder was ist da der Plan? Also auf jeden Fall brauche ich da oben einen Zerschneider, oder? Oder auch nicht. Ja, surf mal. Ah! Ich habe mich zwei Schritte bewegt oder drei. Kann nicht sein. Stern, du! Dö, dö. Glück gehabt, dass wir entkommen sind. Okay, ich bin hier irgendwie am Strand gelandet. Was absolut gar nichts bringt. Und Vollgas! Gut, also brauche ich tatsächlich da oben den Zerschneider. Dann werde ich den mir gerade mal holen. Bisschen umständlich natürlich wieder. Weil hier ist sonst kein Weg, ne? Ne, wir können ja da nur runterspringen. Da rechts, da können wir von oben kommen. Also nehmen wir doch Matrifol mit. Siehste, deswegen wollte ich Matrifol im Team haben. Aber auf mich hört ja keiner. Okay, ein bisschen Zeit verplempert. Und dann nochmal an den blöden PC mitnehmen. Geht natürlich nicht. Oh, kann man nicht einfach sagen, gegen das hier ersetzen? Verdammt. Nein, jetzt bin ich wieder auch mitnehmen gegangen. Ich will unbedingt was mitnehmen. Ablegen. So, Voltula. Warst du mal kurz draußen, ne? Ein bisschen Gassi gegangen. Oh, dann würde ich sagen, nehmen wir eins mit. So, mitnehmen. Auf ein neues. Auf zu neuen Abenteuern. Ja, nach diesen ganzen epischen Kämpfereien ist gerade mal wieder ein bisschen Ruhe hier eingekehrt, ne? In der Einei-Region. Können ja auch nicht immer nur Action haben, ne? Können hier mal ein bisschen über die Wiesen tollen. Freaky braucht das ab und zu, ne? Freaky muss sich ein bisschen entspannen. Und von daher... Freaky muss aber was trinken, merkt Freaky gerade, weil Freaky einen ganz schön trockenen Mund hat. Die Treppe hoch. Und zerschneiden. Und aufwärts. Da kann man stärker aus der anderen Richtung machen. Was ist das hier? Route 13. Ja, aber da muss ich dann... Ich muss doch in diesen Unterwassersee... Tessara? Unterseetunnel muss ich doch irgendwie... Wo ist der?
Ah, muss ich da Ondula nach links laufen? Da war doch was, ne? Bin ich jetzt diesen ganzen Weg umsonst gegangen und habe mich umsonst darüber aufgeregt? Ich glaube fast ja, ne? Wir zerschneiden die Büsche. Wo ist denn dieser Untersee, Unterwassersee-Tunnel, Tunnelsee-See? Hier hängt nur ein Trainer rum. Kann er ja machen, ne? Hier geht's noch eine Brücke rüber zu einem weiteren Trainer. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Da lag, glaube ich, ein Item im Gras. Bin ich jetzt die ganze Zeit umsonst gelaufen? Ja, aber nach Tessara hätte ich mich ja einfach teleportieren können, ne? Ach ja, ein bisschen joggen, das tut uns mal ganz gut, ne? Und, wo kommen wir raus? Also, ja, weiß ich, wo wir rauskommen, aber wo kommen wir zu diesem Tunnel? Ach so, hier ist der Tunnel, ne? Und das Wassertunnel. Ja, wunderbar. Begehbares Aquarium beim nächsten Mal. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.